bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Geschmackloser als dieser Auftritt bei einer Querdenker-Demo in Hannover geht es wohl kaum. Die 22-jährige Jana aus Kassel steht auf der Bühne und vergleicht sich mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die 1943 von den Nazis hingerichtet wurde. Und das Publikum applaudiert. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Doch einem Ordner geht das zu weit. Der junge Mann geht zur Bühne, will der Rednerin seine Warnweste in die Hand drücken. Für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Was für ein Schwachsinn? Für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Der Ordner wird von 6 Polizisten aus dem Bereich der Bühne geleitet. Die junge Frau schmeißt daraufhin ihr Mikrofon und einen Zettel auf die Bühne, fängt an zu weinen. Wenig später steht Jana aus Kassel wieder auf der Bühne und wiederholt ihre wirren Thesen.